Ja, hallo, willkommen. Weiter geht's mit Luigi U und Next Level. Peach Schloss 3, wie einfallsreich. Alter, sind die Entwickler nicht zu kreativ ein bisschen? Peach Schloss 1, Schloss 2, oh, Schloss 3, wir sehen da meine Augen. Eine goldene, schöne, jetzt müsste kommen, jetzt müsste. Oh. Ach, eins zu früh, jetzt haben wir uns hier richtig schön in die Tasche gesetzt. Mal schön jetzt drauf bekommen. Boah, mir ist gerade zu Durchzug. Ich habe die Balkontür noch auf, so ein bisschen angelehnt. Kennt ihr das, wenn man die Tür anlehnt? So. Dann rast der Winter durch. Krank, krank, krank. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Boah. Luigi, Luigi, Luigi. Wie heißen die Teile eigentlich? Nicht Goomba, sondern so ähnlich. Ich glaube, wir müssen hier unten durch. Irgendwie so hier. Ah, okay. Schon sagen. Oh, das Schild fällt ja schön runter. Und hier haben wir das kleine Augen-Leckerli. Und zwar den Luigi beim Absprung. Boah, ist das krank gemacht hier. Wir müssen Ich erzähl so viel. Ich muss echt mal ein bisschen weiter schneller durchrennen. Sonst ist mir egal. Denn wir sollten die roten Münzen kriegen. Denn da kriegen wir was Besseres als den Pilz. Komm, 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 ja. Ich habe nur Angst, dass das dicke, fette Item ins Wasser fällt. Ich denke mal, das müssen wir so kriegen. Ja, da brauchen wir nicht extra unnötig hier unser Leben ins Spiel zu setzen. 37 Sekunden, das heißt Speed Up. Ah, übrigens Speed Up. Ich habe meinen Speedrun noch nicht gemacht. Letzte Woche ist er auch freitags gekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute schaffe. Ich muss ja noch den Part davor rendern, also den ich eben aufgenommen habe, die 45 Minuten, die kommen dann morgen. Die muss ich über Nacht rendern und lade die dann gleich morgen früh hoch. Übrigens eine Dreiviertelstunde Datei, die dauert bis zu 10, 11 Stunden der Upload, also schon ziemlich krank. Da ich es ja in HD hochlade. Und das ist Peach Schloss 3. Das ist Peach Schloss 2. Und das ist Peach Schloss 1. Das ist ja meine Fresse. Sehr, sehr einfallsreich, aber diesmal Peach Schloss Peach Schloss abgebildet, okay. Stromschlag oder Magmabad? Dann nehme ich lieber Stromschlag. Oder ja, Magmabad? Ne, lieber Stromschlag. Das kitzelt wenigstens noch ein bisschen. Ey, komm, mach keinen Scheiß jetzt. Wie gesagt, lieber. Oh. Oh. Nö, da nehme ich das Ding nicht mit. Der schießt mich jetzt nach oben. Ich wusste es. Hätten wir jetzt da oben irgendwie. Das hätte sein können. Naja. Werden wir gleich sehen. Wo ich sehe, da unten. Oh, jetzt habe ich das geschnallt. Bin ich dumm? Wir dürfen da nicht zu zweit drauf sein. Wir müssen da allein drauf sein. Okay, wir sind zumindest im Schloss drin. Das hört sich gut an, das sieht gut aus, das fühlt sich gut an. Wir sind ja sozusagen auf dem richtigen Weg. So, diesmal fliegen wir bis rüber. Jetzt können wir auch mal ausprobieren, nach links zu gehen. Jetzt hier eine. Nee, das wäre auch ziemlich krass. Wir probieren das jetzt nochmal. Oh nee. Dann explodiere doch. Ihr habt doch gelitten. Schönen Gruß an die Mitarbeiter von Nintendo. Ihr habt gelitten. Ist das jetzt eine Beschimpfung? Kann man auch nett sehen, also eher aus der netten Richtung. Habt ihr gelitten? Vielleicht war es ja ein bisschen warm. Vielleicht ging es ja wirklich nicht so gut. Och man, die Flugbahn von den Teilen, absolut der Hammer. K
Okay, da fahren wir nochmal zurück hier. Wir haben ja so viel Zeit. Nö, kommt keiner mehr. Ja, war klar. So. Da fühlen sich Leute übelst cool und schreiben hin, Domtendo, ich mag dich nicht. Das sind übrigens auch die Leute, die einen den Daumen nach unten geben. Die ich zum Glück bei mir auf dem Kanal noch nicht gefunden habe, solche Leute. Wo ich auch bitte Abstand halten möchte. Denn sowas Krankes brauche ich nicht. Und der gleiche Fehler wie eben. Nur diesmal... Oh, was mache ich denn? Ich wollte eigentlich nach rechts und die Bombe fliegt nach links. Und wir posten hier nichts, denn wir können nicht schreiben. Wir sind Analphabet. Deshalb hat Nintendo auch das Zeichnen eingeführt und deswegen kann man auch zeichnen. Für Analphabeten. Ja. Nur mal das so am Rande. Boah, was mache ich denn nur? Das ist doch so einfach. Ich könnte wetten, ja, gab es viele, die... haben das beim ersten Versuch schön dick geschafft. Boah, bei mir weht der Wind rein. Das muss ich gleich ändern. Jetzt machen wir das gleich mit der hier. Immer da noch länger rumfackeln. So, und gleich weg mit den Dingen. Übrigens, das ist das Magmabad, was da von unten kommt. Oh, Leben. Sehr schön. Ah, ich muss mal meine Tür zumachen. Wow, der Wind. Durchzug ist geil. Draußen nicht ein Lüftchen und der Durchzug kracht übelst rein. Oh, was ist denn das jetzt hier? Muss ich mich jetzt hier so sehr beeilen? Oder sieht das nur so aus? Hui. Oh, ich war doch nicht mehr in der Lava. Okay. Entspannen Sie sich. Denn wir waren schon so gut wie durch, denke ich. Zumindest kann man jetzt mindestens 80% des Levels. Finde ich gut. So. So. Komm hier hochschießen lassen. Keine Lust auf solche Spielchen. So, weg mit dir. Hier, einfach mal schön unten durch. Das Leben nehmen wir mit, weil 82 Leben ist nicht mehr so geil. Da kriegt man schon so ein bisschen Angst, dass da irgendwas passiert. Ich bin ein bisschen schneller. Diesmal brauchen wir die Tür nicht zuzumachen. Ach, Mann. Ist das spannend hier. Komm, 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 ich will dich nicht drauf haben. Hier oben ist übrigens... Wow. Nee, danke. Und noch ein Leben. 47 Sekunden, das Level könnte trotzdem noch ein bisschen gehen, glaube ich. Wenn es schlecht kommt. Genau, Wandsprung. Okay, der Überskiller hat mal wieder... bis zur Unendlichkeit geskillt. Luigi, setz doch deine Mütze nicht immer ab. Das bringt doch niemanden was. Lass einfach auf. Ich muss mal gucken, nehme ich überhaupt auf? Ja, 9 Minuten 35. Jetzt geht's oben weiter. Speichern natürlich. Okay, okay. Ja, es gibt wieder bald was Neues von mir. Neues Projekt. Kann man es so nennen? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt müssen wir uns hier konzentrieren. Ah, ich habe jetzt nicht nachgedacht. Das Wort zum Level. Nimm Domtendo, ich mag dich nicht. Nur, dass du es weißt. Ja, zumindest jetzt wissen wir es.
Wir wissen es. Die letzte Schlacht? Na, warte mal hier. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier die Feuerblume bekommt. Oh, ich hätte irgendwas machen müssen. Allerdings, wir sind schon so weit. Wir haben noch viele wunderschöne Items, vor allen Dingen Sterne. Und mit den Sternen, denke ich, können wir nicht in die Lava gehen. Ich hätte gedacht, damit können wir den Bowser Junior irgendwie besiegen. Das wäre nicht schlecht. Na, kommst du jetzt mal. Na toll, wenn ich da runterspringe, bin ich absoluter Kartoffelbrei. Die Lava kommt nicht hoch, oder? So sieht's auch schon gut aus. So wird das was. Boah, der hat mich eigentlich hat er mich getroffen. Nur eigentlich. Was ist das denn? Was ist das denn? Nicht ein Leben gekriegt, glaube ich. Irgendwie trifft er mich immer, aber irgendwie zieht er nichts ab. Boah, nochmal zurück. Das war, glaube ich, nicht so geil. Das war auch nicht so geil. Er hat mich wieder getroffen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es war ein Grafikfehler eben. Oder es war einfach so. Von den Weglern, aber ich glaube eher das erste war's. Grafikfehler. Hä? Also Nintendo, das darf echt nicht passieren. Bei so einem Spiel. Grafikfehler. Nee, nee. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. Okay, so geht's auch. Gut. Oh, natürlich. Oh, meine Fresse, ey. Alter, das Level, das hat's in sich. Ich bin immer noch nicht so mir ganz schlüssig, ob ich Lava-Levels mag oder nicht. Bin immer noch so ein bisschen zwiespalten. Natürlich, aber weiß genau meine Laufbahn und berechnet die mal so schön, die Formel A-Quadrat mal B-Quadrat. Und weiß genau, wo ich hinlaufe. Na gut. Ach komm. Wie heißen die Teile eigentlich, die da aus dem Lava-Wasser kommen? Das ist übrigens Lava, keine Marmelade. Ach, keine Tomatensauce. Auch wenn es so aussieht. So, diesmal ein bisschen hier warten. Oh, jetzt bitte die Eisblume. Und mit der dürfte uns jetzt nichts mehr passieren. Ja, und jetzt? Jetzt mussten wir den auch noch hier irgendwie wegbrutzeln. Genau so. Jetzt wird allerdings die Zeit wieder knapp, denke ich. Ja. Also hier könnte man viele Leben sich holen, die man möchte. Ich möchte aber nicht. Scheiße. Boah, die Stelle. Er bringt mir alles natürlich aber auch richtig durcheinander. Wir machen es diesmal am besten so. Ist ein bisschen sicherer. Natürlich eine Lücke. Eine einzige Lücke und er springt durch. Zack. Ja, bei mir gibt es bald was Neues, was das genau sein wird. Also es hat was mit einem Quiz zu tun. Ist schon ein bisschen geplant, also ich habe immer so ein paar Ideen im Hinterkopf. Ach. So ein paar Ideen,
ein paar Erneuerungen. Soll natürlich auch ein bisschen optimiert werden, die ganze Sache. Und ja, ich habe mir was überlegt, wo alle am Quiz teilnehmen können. Ja, ich sage jetzt noch nicht mehr dazu, aber dazu gibt es dann irgendwann mal einen Part, wo ich das erkläre. Wahrscheinlich dann bei Super Mario Kart oder so. Und... Ah, okay, so geht's auch. Sehr schön. Oh, schade, ich hätte gern noch ein paar mehr gehabt. Boah, mach doch keinen Scheiß, Mann. Die Clownkutsche, die geht mir so ein bisschen auf den Nerv, aber nur so ein bisschen. So, du kannst mich mal. Ah, okay, das war vorhin das Problem. Oh. Das sieht gut aus. Kriegen wir jetzt hier noch was? Brauchen wir hier eigentlich was? Wir brauchen eigentlich nichts, komm. Ab, Gator. Was sind wir denn jetzt? Das sieht irgendwie furchtablösend aus. Aber wir gehen einfach mal rein. Die gute Stube. Schön mit goldenen Türgriffen. Oh, 250 Sekunden. Das ist ja... Das ist ja hier Super Mario. Oh. Okay, wir haben alle drei Sternmünzen. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich könnte man doch durchlaufen, oder? Ehe ich jetzt irgendwie da... Ist es eigentlich denn ja ernst, dass es so einfach ist? War es das schon? Aber vielleicht ist es mit Absicht gemacht, weil ich weiß, es kommt jetzt noch ein zweiter Kampf. Und... I'm a Luigi, number one. Luigi mit blauer Mütze irgendwie. Das ist... Na gut, nicht direkt blau, das ist so ein bisschen türkis. Hat er übrigens von Kamek geklaut, der hat auch die blaue Farbe. Finde ich ein bisschen schwul. Der faule Hokuspokus-Zauber hier. Damit könnt ihr mich nicht unterkriegen. Auch wenn Bowser jetzt 50 mal so groß ist. Oh, da ist Peach. Peach ist traurig. Ich laufe mit Absicht ein bisschen langsamer. Ne, ich laufe schneller meine Zeit. Ach, Mann. Ich wollte jetzt eigentlich schön hier... Das ist gar nicht Peach, oder? Ist das Peach? Doch. Luigi! Ein Turm. Oh. Das ist böse. Das finde ich jetzt mies. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sterbe? Muss ich dann alles nochmal machen? Ja, was soll ich jetzt machen? Weit bewegen können wir uns ja nicht. Dafür, dass er so groß ist, finde ich, macht er ganz schön kleine Flammen. Oh. Wir können die Flammen verkleinern. Beziehungsweise wir können sie sogar komplett ausmachen. Die Sache ist immer, man denkt bei Endgegner immer, man bekommt Stress, Hektik und denkt sich immer, boah, was muss ich machen, was muss ich machen, was muss ich machen? Also ich habe so laut meiner Erfahrung mitbekommen, im Laufe der Videospielkarriere von mir, Endgegner erstmal eine Minute beobachten. Eine gute Minute das Ding beobachten, was er macht. Und irgendwas muss sich tun. Zumindest irgendwas muss da erkennen sein, wie man die Sache angehen muss. Aber kann sein. Ich würde jetzt sogar fast behaupten, dass wir auf ihn drauf springen müssen. Ohne die Kutsche rein müssen. Ja, okay. Ah, okay, gut. Soweit haben wir das erstmal raus. Wie jetzt? Komm, spring nochmal, komm, spring nochmal. Ja, ich glaube, wären wir jetzt nach hinten gerannt. Wäre das ins Auge gegangen? Ich würde sagen, da, weil das der letzte Endgegner ist. Nehmen wir mal
Ein Helipilz. Jo. Die letzte Schlacht, das sagt alles, das Finale. Ach man. Komm jetzt runter. Los, komm. Ui, da war knapp. Wow. Echt aufpassen, dass wir hier keinen Scheiß machen. Ah, okay, gut. Das haben wir auch mal probiert. Nee, komm. Nee, komm, wir gehen. Ich wollte jetzt schon überlegen, nach rechts springen, aber wir schaffen es ja noch nicht mal, nach links zu springen. Das war nicht so geil. Einfach mal rein. Wir kriegen jetzt noch links eine, auf der linken Seite eine Eisblume. Zack. Ich weiß gar nicht, aus welchem Teil kommt denn die Eisblume. Spontan ist Mario Galaxy 2 nicht. Galaxy 1 könnte sein, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es war. Die gab es in 2D Mario. Ich würde sogar fast sagen, Super Mario Bros. Für die Wii. Allerdings, welcher Teil, das ist die Frage. Ich würde sagen, der erste. Bin mir aber nicht sicher. Übrigens, bei MKW gab es, glaube ich, noch keine Eisblume. Bei Mario Kart 8, bei Mario Kart 7, sorry, wurde gerade jetzt mal die Feuerblume mit in Szene gesetzt. Ja, das Gute ist, ich habe mir vorhin meine Festplatte gelöscht. Das heißt, ich habe jetzt wieder genügend Kapazität, auch wenn es nur 180 GB sind. Vorhin hatte ich nur noch 230 MB drauf. Das war ziemlich fail von mir. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, da ich jetzt Let's Player, brauche ich auch eine Festplatte. Insgesamt habe ich auf meiner internen Festplatte 1 Terabyte Speicher. Ich habe noch private Sachen drauf, die ganzen Programme, die fressen Speicher. Und deshalb, ja, gibt es eine neue, eine externe. Die lassen sich eigentlich mal gut machen. Ich habe zwar schon 2 rumliegen, beziehungsweise, nee, ich habe sogar 3 rumliegen. Allerdings sind die schon voll. Ah, sehr schön. Also die eine, die ist schon komplett ausgebucht. Ah, so. Super. Komm. Jawohl. So kann man ihn ein bisschen stoppen mit dem Eis. Auch gut zu wissen. Ja, und Speicher kann man ja sowieso nie genug haben. Ja, das kommt jetzt alles von oben, oder? Ja. Wusste ich's doch. Ja. Oh, jetzt schmeißt er auch noch Bomben. Ja, sehr schön. Vorsicht. Och nee, ich habe gedacht, er spuckt so ein paar kleine, süße Feuerbällchen. Oh, ich werde nachher noch ein schönes Eis verputzen, wenn ich jetzt den Part hier durch habe. Mir noch ein schönes Let's Play angucken von Patrick Megaman. Der hat heute. Ey, komm, das war unfair. Das war richtig unfair. Der hat heute nächsten Part von Super Mario Bros. U freigegeben und da werde ich mal schön reinschauen. Gut, wir warten mal ein bisschen. Weil mir kommt so vor, als wenn er immer was macht, wenn wir die Kutsche im Besitz der Kutsche sind. Ja. Wieso bin ich jetzt... Ich bin eigentlich nach oben geflogen und nicht nach unten. Also diesmal ein bisschen ordentlicher. Nee, schnell zurück.
Oh, das dauert doch zu lange. Wie lange habe ich eigentlich die Kutsche? Jawohl. Ich hoffe, den müssen wir jetzt auch nur dreimal treffen. Das würde mir reichen. No. Okay, einmal getroffen, das ist halb so wild. Nee, traue ich mich nicht. Okay, sehr gut. Sag nicht, er macht jetzt was komplett Neues, da drehe ich durch. Da es der Endboss ist, gehe ich davon aus. Ich weiß gar nicht, muss ich Bowser nochmal besiegen? Ich glaube nicht. Ich finde zwar Endgegner richtig cool, aber so ein bisschen Schiss habe ich schon. Vor allem bei Zelda. Da ist es richtig extrem. Wow, geil, getroffen. Schalalalala. Oh, mein Trinken ist alle. Ah, ein Schluck ist drin. Was trinkt ihr eigentlich immer im Sommer? Ich trinke so hauptsächlich Eistee. Wasser. Das Übliche. Oh, die Musik. I'm a winner. Ja, und jetzt Bowser Junior. Hat Angst. Oh, niedlich. Oh, ist das hell. Please. Oh, ist das schön. Jetzt kriegt er noch ein schönes... schönes Küsschen auf die Mütze. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht eins auf die Nase und beim nächsten Mal gibt es vielleicht dann doch mal eins auf den Mund. Ich weiß es nicht. Und in voller Pracht, im vollen Glanz erstrahlt das Schloss. Und die ganze Crew. Mit dem Bowser Junior Anführer. Bowser, das dicke Ding. Muss laufen, oder? Ich glaube, er springt noch dran. An die Feder, komm. Schön an die Feder dran. Ja, nicht ganz. Ja, und jetzt? Natürlich, das hat sie absolut gebracht. Okay, die Clown-Kutsche muss es mal wieder richten. Also ich finde, wer Stil hat von den ganzen Koopas, das ist noch der Bowser Junior ganz oben. Den finde ich am coolsten von den ganzen. Die Toads freuen sich, die haben natürlich viel beigetragen. Und Luigi ist der Superheld. Schön, wie sie in die Nase reingezoomt haben. Oh, ja, kann man laufen. Kann ich jetzt auch die Yoshis nehmen? Ja, das war Luigi U. Zumindest ist noch nicht ganz, denn es gibt ja noch die Star Road. Die werden wir dann auch gleich. Was ist da oben für ein Highscore? Kann ich da irgendwas gewinnen? Fragezeichen. Oh, ich kann auf die Pilze draufspringen. Okay, sehr gut. Also wer das Spiel spielt und zeigt mir, wie er alle Münzen einsammelt, hier, alle Münzen, bitte aufnehmen und eine Video-Antwort schicken. Wer alle Münzen sammelt, der mir das zuerst als Videobotschaft schickt über YouTube, der gewinnt eine Sonnenbrille. Unmöglich, glaube ich. Da kannst du skillen, wie du willst, ja. Nie im Leben bekommt man hier alle. Ist hier links, dann kommen rechts schon welche raus. Man muss ja auch treffen, das macht mich ja. Das nervt. Gibt's ja kein Pow. Man sieht auch mal, wie viele Leute dahinter stecken, hinter dem ganzen Projekt. Das sind nicht nur drei Mann, die da sitzen und. Und das Spiel kreieren, das ist so eine ganze Mannschaft. Die sitzen natürlich nicht alle zusammen. Die Dankaussagungen gehen natürlich auch an Leute, die gar nicht bei Nintendo direkt arbeiten.
wie zum Beispiel Marketingfirmen, denke ich, dass die auch mitgenannt werden. Die jetzt nicht unbedingt was mit Nintendo zu tun hat. Die Musik zum Beispiel. Miyamoto, Yokoto, ja, ihr seht auch alles nur Japaner. Könnt ihr mal gucken, ob ein Deutscher dabei ist. Zumindest ist er so ähnlich wie Deutsch klingt. Technik, Support. Also ich finde Luigi U besser als Mario Plus U. Denn es ist halt schwieriger, das mag ich. Es hat einen besseren Humor. Und ja, es spielt sich flüssig. Man muss nicht ewig so lange Levels durchspielen. Man kann halt immer mal schnell, ja. Jetzt spiele ich mal so schnell ein Level durch. Das mit den Speedrun am Wochenende mit Cornel und Molo hat auch sehr gut ins Schema reingepasst. Was ist da oben der Highscore? Wird aber nächstes Mal hochgeladen im Internet irgendwie. Finde ich eigentlich schade, dass Nintendo so wenig mit dem Internet arbeitet. Sie haben zwar jetzt das ganze Miiverse und hast du nicht gesehen gemacht. Aber da gucke ich, boah, alle 2-3 Monate mal rein, wenn überhaupt, das ist schon viel. Aber direkt Online-Modus, das Dumme ist ja, ich hoffe, dass bis zu Mario Kart 8 noch ein Headset rauskommt, weil die Verständigung, es muss einfach reibungsloser klappen. Es kann nicht sein, dass ich die ganzen Spieler über Skype sprechen. Einfacher wäre das mit Headset. Und ja, basta. Oh, Ende. Da haben wir den Endeschriftzug. Glückwunsch nicht. Jetzt, wie lange spielen wir? 32 Minuten, das ist gar nicht so schlecht, finde ich. So, gucken wir uns noch an, was passiert. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deine Speicherdaten wurden einen Stern hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Sehr schön. Die geheimen Ausgänge haben wir natürlich auch noch nicht alle. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Wow. Also ich würde sagen, mit den 3 Sternen, das werden wir so machen. Ich werde sie jetzt nicht sammeln. Vielleicht werde ich das noch irgendwann mal hinten dranhängen. Momentan ist aber einfach so, es gucken zu wenig das Projekt. Das ist halt, es kommt halt nicht an. Ist ganz klar, weil jeder Let's Player hat es gemacht vor kurzem. Teilweise haben es die meisten sogar innerhalb von einer Woche Let's Played und ihr seid einfach satt davon. Patrick Megaman guckt es ja, glaube ich, noch nicht beim Cornel, sondern beim Volo. Ich bin mir nicht sicher. Bei irgendjemand guckt das noch. Und ich denke, der macht auf jeden Fall die Superstar. Nee, nicht die Superstar Boulevard. Der macht auf jeden Fall die ganzen Sternmünzen, hat sie beziehungsweise auch schon gemacht. Und deswegen hat das ja da schon gesehen. Da braucht er sich bei mir auch nicht mal anzugucken. Und die Star Road, die werden wir nochmal durchrushen sozusagen. Und ja. Übrigens, das Nachfolgeprojekt für das Spiel läuft ja schon gleichzeitig. Und zwar Game & Wario. Das Mario-Spiel sozusagen. Und wir drücken einfach mal A. Aktualisieren. Machen wir einfach mal Speichern beenden und ja, jetzt sind wir noch im Spiel. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis später und ciao.